Die Ukraine ist ja das Schlachtfeld dieses Ringens der beiden Weltmächte. Und ja, und wie gesagt, die vergewaltigten Frauen, die traumatisierten Kinder, all das ist ja klar. Also jeder, wir stehen ja nicht da an der Front, aber jeder Tag bringt weitere Hunderte von Toten und eine weitere Zerstörung dieses Landes. Und wissen Sie, da ich doch eine ausgeprägte Mitleidensfähigkeit habe, für mich ist das Motiv, diese Initiative zu ergreifen, das Leid in der Ukraine zu stoppen, auf welchem Weg auch immer, und ob das so die gelingen Gefahr kann, eines Atomkrieges abzuwenden. Ob das so gelingen kann, werden wir noch sehen. Bleiben wir kurz bei den Forderungen, Frau Wagenknecht. Ganz ist nicht klar geworden, ob Sie gegen jede weitere Form der Waffenlieferungen sind oder nur gegen die Lieferung einer bestimmten Gattung oder Form von Waffen. Also da drin steht, wir wollen die Eskalation der Waffenlieferungen verhindern und auch stoppen, weil natürlich war der Ausgangspunkt des Manifests, Deutschland diskutierte über Panzer, Kampfpanzer, die waren da noch nicht freigegeben, aber das war die Debatte. Inzwischen diskutieren wir über Kampfjets. Meine persönliche Meinung ist, wenn man in Kriegs- und Krisengebiete Waffen liefert, munitioniert man einen Krieg. Aber natürlich ist das, kann man das etwas anders sehen. Wir machen ja morgen auch die Kundgebung gemeinsam mit General Fahrt, der vielleicht in dem Punkt eine etwas differenziertere Sicht hat. Aber wir sind uns völlig einig darin, dass wir jetzt sagen, diese Kampfpanzerlieferung, womöglich noch Kampfjets, das eskaliert den Krieg dramatisch. Mhm. Und ich bin der Meinung, natürlich nicht einfach so keine Waffen mehr liefern, sondern gleichzeitig eine Friedensinitiative starten, einen Waffenstillstand erreichen. Was ich dem Westen, auch der deutschen Regierung, vorwerfe, ist, dass sie immer nur in dieser militärischen Logik denkt. Also es wird ja nur über militärische Fragen diskutiert. Welche Waffen braucht es jetzt? Wie viel Munition wird verschossen? Aber niemand hat eine Antwort auf die Frage, wie der Krieg beendet werden soll. Herr Fahrt sagt das ja auch. Und er sagt ja nicht keine Waffenlieferungen, sondern er sagt, ihm fehlt das politische Gesamtkonzept dahinter. Er sagt aber gleichzeitig, natürlich sind Waffenlieferungen notwendig, aber ohne ein politisches Gesamtkonzept ist es nicht sinnvoll, eine bestimmte Art von Waffen zu liefern. Bei Ihnen haben wir herausgehört, er sieht das anders. Sie sagen also gar keine Waffenlieferungen. Ich möchte eine Friedensinitiative. Ich möchte, dass dieser Krieg nicht immer weiter munitioniert wird. Und ich meine, das war früher mal in Deutschland so eine Art Staatsräson. Also die Grünen sogar haben das noch in ihrem letzten Bundestagswahlprogramm gehabt, dass man in Kriegsgebiete keine Waffen liefern soll, weil ein Krieg lebt davon, dass er mit Waffen beliefert wird. Und deswegen ist das eben meines Erachtens eine falsche Position. Aber nochmal, es geht nicht einfach nur darum, keine Waffen liefern, sondern es geht darum, dass eine diplomatische Initiative gestartet wird, dass man sich bemüht, diesen Krieg zu beenden. Und es gibt ja einige Indikatoren, dass er im Frühjahr möglicherweise schon hätte beendet werden können, als es die Friedensgespräche in Istanbul gab, als es die Vermittlungsversuche des israelischen Ministerpräsidenten gab und die übereinstimmende Lesart ist. Also von allen Beteiligten, selbst die ukrainische Seite bestreitet das nicht. Damals, die Vermittlungsversuche sind jedenfalls nicht an Russland gescheitert. Herr Restle, mehr als 600.000 Menschen haben die Petition bereits unterzeichnet. Es gibt ja diese ersten Unterzeichner, 69 relativ prominente, der Liedermacher Reinhard May, auch der ehemalige EU-Kommissar Günther Verheugen. Frau Schwarz und Frau Wagenknecht stehen also mit dieser Position nicht so ganz allein da. Da gibt's, sind Sie nicht auch für Frieden in der Ukraine? Ja, wäre es nicht für Frieden und wäre es nicht für Verhandlungen und wäre es nicht dafür, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Ich selbstverständlich auch. Ich bin ein Kind der Friedensbewegung. Ich bin in Süddeutschland als Schüler auf die Straße gegangen gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik in Mutlangen. Ich habe gegen den Irakkrieg demonstriert. Wir haben beim Monitor über die Kriegsverbrechen von George W. Bush und dem Krieg gegen den Irak berichtet. Also ich weiß sehr wohl, worüber hier geredet wird und kann das Grundansinnen des Manifests an sich verstehen. Aber nur dieses Manifest erreicht das Gegenteil von dem, was es behauptet, erreichen zu wollen. Weil es die Rolle Putins in diesem Krieg gnadenlos unterschätzt, weil es davon ausgeht, dass man mit einem Aggressor, der nicht verhandeln will, verhandeln kann, der zu keinem Kompromiss bereit ist, es sei denn, dass er die Ukraine unterjocht und in ihrer Staatlichkeit vernichtet und zu keinem anderen Kompromiss bereit ist. Das hat er jetzt neulich erst wieder auf seiner Rede vor wenigen Tagen zur Lage der Nation erneuert. Das hat er auf seiner riesigen Propagandaveranstaltung
im Stadion von Moskau wieder erneuert. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es im Augenblick realistisch ein Verhandlungsergebnis mit Putin gibt, das auch nur annähernd die territoriale Integrität und die Menschenrechte jetzt, in der Ukraine verteidigt. Jetzt könnte man sagen, wenn jemand glaubt, man kann mit jemandem verhandeln und sie sagen, man kann mit dem gar nicht verhandeln, dann würde man vielleicht sagen, das ist ein bisschen naiv. Ja. Sie sagen aber, es ist nicht nur naiv, es ist gefährlich. Ja. Warum ist es gefährlich? Es ist gefährlich, weil es in einer Situation, in der der Aggressor die militärische Überlegenheit hat, man sozusagen derjenige, der sich verteidigt, in dem Fall die Ukraine, militärisch schwächen will. Und nicht nur militärisch schwächen will, sondern ihn schutzlos in solche Verhandlungen schicken will. Und dass man damit dem Kalkül Putins, der genau dieses Kalkül verfolgt, der rechnet ja damit, dass sich die Gesellschaften im Westen spalten, dass die Unterstützung und die Solidarität mit der Ukraine abnimmt. Und dass man jetzt sogar so weit geht, dass man sagt, man möchte die Unterstützung der Ukraine, die militärische Unterstützung beenden und dann Friedensverhandlungen durchführen. Die Ukraine also dazu zwingen, aus einer Position der Schwäche heraus zu verhandeln, heißt, dass man letztendlich Putin in allem Recht gibt, ob man das will oder nicht. Aber das ist das Ergebnis. Und wer das nicht begreift, das will ich nur sagen. Es gibt ein Beispiel in der Geschichte dafür. Es ist ja schon einmal passiert. Es ist in den Friedensverhandlungen von Minsk 2015 genau so geschehen, als eine Bundeskanzlerin Angela Merkel und ein französischer Präsident Hollande in blauäugiger Naivität Friedensverhandlungen mit Russland durchgeführt haben, die im Ergebnis nur dazu geführt haben, dass Putin neu aufrüsten konnte und diesen Krieg jetzt tatsächlich führen kann. Diese Art von Friedensverhandlungen, die hier gefordert werden, sind eine Wiederholung dessen, was wir in Minsk erlebt haben und die diesen Krieg, den wir jetzt erleben, schon in sich getragen haben. Ja, Entschuldigung, Herr Kollege, ich würde mir wünschen, Sie wären besser informiert. Also die Ex-Kanzlerin hat zu meinem Erstaunen und Befremden jüngst erklärt, die Verhandlungen in Minsk seien für den Westen nur eine Farce gewesen und man habe Zeit gewinnen wollen für die Aufrüstung der Ukraine. Gut, und Präsident Zelensky, was die Verhandlungsbereitschaft angeht, hat im Herbst als Dekret verordnet, Dekret des Präsidenten, dass man keine Verhandlungen macht. Und lassen Sie mich noch eins hinzufügen. Die Waffenlieferung zu Beginn für die Ukraine, die brutal überfallen worden ist, das sind bei uns kaum alle einig, ja. Die waren natürlich richtig und sehr nachvollziehbar. Da wird ein Land überfallen und das soll sich nur verteidigen können. Und da wäre ich sicherlich die Erste, wenn ich in der Ukraine leben würde, die auch gesagt hätte, Moment mal, hier, so nicht, ja. Nun haben wir ein Jahr Krieg hinter uns. Wir haben Hunderttausende von Toten. Und die Militärs erklären uns, wir sind jetzt in einer Pattsituation. Es muss verhandelt werden. Dieser Krieg ist militärisch begrenzt auf die Ukraine von keiner Seite zu gewinnen. Darf ich da mal fragen? Ja, Sie lächeln, aber die Hunderttausende von Toten, die wir in den nächsten Jahren noch haben werden bei diesem, ich vergesse immer das Wort, wie heißt das? Das ist so makaber, ich vergesse es nicht zufällig. Das Abnutzungskrieg. Wer wird da abgenutzt? Die Menschen und die Waffenindustrie liefert neue Waffen. Das ist so zynisch. Also der Unterschied ist ja, also jemand wie Sarah und ich oder auch die 600.000, die unterschrieben haben, die Mehrheit der Bevölkerung, die Deutsche in Umfragen sagt, wir wollen verhandeln. Wir sind diejenigen, die mitfühlen mit der Ukraine. Weil ich sehe nicht nur die Panzer, wie meine Kollegen, die jetzt immer drüber schreiben. Das sieht nur niemand in der Ukraine so. Die große Mehrheit der Ukraine sieht das ganz anders, Frau Schwarzer. Spekulieren Sie nicht, wie man in der Ukraine das spekulieren will. Wir kommen auch auf die Frage, wie das militärisch weitergehen könnte. Noch, Sie haben nur gesagt, Sie sind diejenigen, die Mitleid haben mit den Menschen in der Ukraine. Und wir haben ja einen Menschen aus der Ukraine, Frau Kampanenko. Sie sind in der Ukraine aufgewachsen. Ihre Mutter und Ihre Großmutter leben nach wie vor in Odessa. Jetzt sagen Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer, alles, was Sie tun, tun Sie nur, um das Leid in Ihrem Land und das Leid Ihrer Mitmenschen nicht zu verlängern. Und trotzdem habe ich den Eindruck, die Forderungen sind nicht das, was Sie wollen. Was stört Sie konkret an diesen Forderungen? Heute ist der 24. Februar
Und vor genau einem Jahr wurde die Ukraine unverschuldet und heimtückisch überfallen. Wir zählen unsere Toten auch. Wir zählen sie genau. Und es gibt kein Land auf diesem Kontinent, das sich Frieden sehnlicher wünscht als die Ukraine. Und kein Land weiß es besser, wie es zu diesem Frieden kommen kann. Jetzt ist ja die Position sehr vieler Ukrainer, ist zu sagen, Verhandlungen kann es nur geben unter bestimmten Bedingungen, nämlich dass die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederhergestellt ist. Und Sie haben ja auch schon vor einem Jahr gesagt, das inkludiert selbstverständlich auch die Krim. Auch der Ihr Präsident Volodymyr Zelensky hat das zum Jahrestag erneut wiederholt und da hat sich auch siegessicher gezeigt. Also da geht es ja dann immer um diese Frage, Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine darf nicht verlieren. Aber für Sie bedeutet das einzig vorstellbare Ende dieses Krieges, dass die Ukraine gewinnt und das heißt, dass Russland vollkommen sich aus der Ukraine zurückziehen muss. Das habe ich richtig verstanden. Ja, also Solidarität ist für mich, wenn man Partei für die Schwächeren ergreift. Wir sind das Opfer. Das ist doch schon klar. Wir sind das Opfer. Und wir leiden. Wir leiden stärker als die Mitfühlenden, weil wir direkt betroffen sind von diesem Krieg. Und diese Ängste, die sie schüren und vielleicht auch selbst haben, erfahren, ich verstehe sie. Ich habe auch Angst. Ich verstehe, die Angst ist völlig natürlich und ganz wichtig zum Überleben. Aber warum projizieren sie diese Ängste in die Köpfe der Menschen, die gerade in dieser schwierigen Zeit eigentlich den Zusammenhalt brauchen und durchhalten müssen? Es ist eine schwierige Zeit, in der wir leben. Ich verstehe eigentlich nicht, was wir mit Ihrer Demonstration, mit diesem Manifest zu tun haben. Was hat die Ukraine mit diesem Friedensmanifest zu tun? Und der Frieden an sich, diese Solidarität, die Sie bekunden, das ist nur eine Floskel, die missbrauchen dieses wunderbare Wort Frieden für irgendwelche Ambitionen, die mit Ukraine zu tun haben. Solidarität ist, wenn man Partei greift, ohne Wenn und Aber. Oh, also das finde ich ein sehr gefährliches Wort. Partei ohne Wenn und Aber. Ich habe auch jüngst gelesen, irgendein Verantwortlicher in der Ukraine, vielleicht war es der Präsident, hat gesagt, also wir kämpfen und wir haben auch vor einem Atomschlag keine Angst. Wissen Sie, also ich projiziere gar keine Ängste. Sie sehen ja, vor Ihnen sitzt kein sehr ängstlicher Mensch. Nein, ich nehme einfach die Realität zur Kenntnis. Ich sehe die Hunderttausende von Toten täglich. Die Realität. Und nun ist die Frage, ich habe es eben gesagt, also diese anfängliche Lieferung von Waffen finde ich total nachvollziehbar. Und wenn ich dort leben würde, hätte ich auch gesagt, gib mir was, damit ich mich richtig verteidigen kann. So nicht, ja. Aber wenn man nach einem Jahr Tod und Zerstörung sieht, das führt nirgendwo hin. Und gleichzeitig angekündigt wird, ja, dieser zu erwartende Abnutzungskrieg, Horrorwort, das sollte das Horrorwort des Jahres werden, dieser zu erwartende Abnutzungskrieg wird jetzt wohl noch so ungefähr 3 Jahre gehen. Und danach, wissen Sie, was danach passiert, falls es so kommen sollte? Ja, danach setzen Sie sich an den Verhandlungstisch, weil es gibt keinen anderen Weg zum Frieden. Super, ich bin dafür. Ja, schön, dann ersparen Sie doch Ihrem Volk. Aber die Frage, Frau Schwarzer, ich glaube, die Frage, und ich habe das in vielen Gesprächen mit Menschen, die aus der Ukraine kommen und die auch in der Ukraine leben und oft dort sind, die Frage ist ja, wenn man sagt, dieses Manifest für Frieden hat zum Inhalt zu sagen, wir wollen nicht weitere Waffenlieferungen, weil die weiteren Waffenlieferungen bedeuten mehr Tote, dann sagen wir Menschen aus der Ukraine, wenn die mehr Waffen nicht geliefert sind, dann gibt es mehr Tote, weil dann kann niemand von diesen Menschen, die dort sind, sich mit Waffen dagegen verteidigen, dass er getötet wird. Das ist ja sozusagen die andere Seite. Aber wir fordern doch nicht nur Waffen stoppen, sondern wir fordern eine Friedensinitiative. Wir fordern, dass endlich auch die deutsche Regierung Druck, vor allem auch auf die Amerikaner, weil letztlich ist der Schlüssel zum Frieden in Moskau und Washington, aber eben auch in Washington, dass die deutsche Regierung auf Washington und auch andere europäische Regierungen Druck ausübt, dass man dort endlich bereit ist, das zu tun, was ja sogar die Rand Corporation, also ich meine der Think Tank, der die US-Armee berät, von Biden fordert, nämlich abzugehen von dem Weg, einen langen Abnutzungskrieg, ich nehme noch mal das furchtbare Wort, mit Waffen zu munitionieren, weil sogar die Rand Corporation sagt, es ist wahnsinnig gefährlich, dieser Krieg kann eskalieren, auch atomar. Das sagt nicht die Rand.
Rand Corporation. Ja, natürlich. Nein, haben Sie die Studie gelesen? Ich habe die Studie gelesen. Da steht gelesen. Das aber ich kenne genau auch die drin. Anderen Studien der Rand Corporation. Aber es gibt zwei Argumente dort, die lassen mich jetzt mal ausreden, ja, ich sag Herr Restler. Nur der Fairness halber. Sie können das danach sagen. Ich war jetzt beim Reden und Sie sollten mich nicht unterbrechen. Also die Rand Corporation hat sehr deutlich gesagt, aus zwei Gründen. Das eine ist, der Hauptgegner ist China, haben Sie gesagt. Deswegen ist es ungut, sich da jetzt so zu involvieren. Aber Sie hatten auch die ganz klare Ansage, Sie gehen nicht davon aus, dass Russland irgendwann dort das Feld räumt, ohne alle militärischen Möglichkeiten ausgereizt zu haben. Und deswegen gibt es die Gefahr einer atomaren Eskalation, ganz klar. Und je länger dieser Krieg geht, umso mehr. Und deswegen verstehe ich wirklich auch Ihre Position nicht, weil es ist ja nicht realistisch, davon auszugehen, dass in einer nahen Zukunft die Ukraine tatsächlich gewinnt und Putin aus allen Gebieten sich zurückzieht. Die Krim ist für Russland ein so existenzielles Interesse. Und die Schwarzmeerflotte ist ja auch nicht seit 2014 dort, die ist seit dem 18. Jahrhundert dort. Also dass ein russischer Präsident, egal ob das Putin ist oder jemand anders, die Krim räumt, ohne militärisch alles gemacht zu haben, was er kann. Und Russland ist die größte Atommacht dieser Welt. Sie können eben leider auch Waffen einsetzen, die dann also ja, zu Schrecklichem führen. Also, dass man das darauf ankommen will, dass man das so abtut, ja, das ist Angstmacherei. Ja, vor allem gerade, wenn man Putin, es ist ja ganz unlogisch, was geredet wird, wenn man Putin so gefährlich nimmt, findet, ja, wenn man sagt, ein Verbrecher, völlig enthemmt und so weiter. Natürlich hat er diesen Überfall gemacht auf die Ukraine, der natürlich ohne Wenn und Aber zu verurteilen ist. Und Sarah Wagenknecht und ich haben uns unabhängig voneinander, ohne Absprache, geirrt. Wir haben beide gesagt, er wird nicht einmarschieren. Das sind nur Drohgebärden und so weiter. Hui, haben wir uns geirrt. Er ist einmarschiert. Und es ist ein furchtbarer Krieg losgegangen. Und jetzt muss ich sagen, jetzt reden wir über die Möglichkeit, Atomwaffen einzusetzen, also wenn Putin sich lassen Sie in die mich das Enge Problem, getrieben das ich hier sehe in der das Diskussion müsste man doch jetzt noch einmal auch klären. Ernst nehmen. Lassen Sie mir das Problem, das ich sehe in der Diskussion, noch einmal auf den Punkt bringen, nämlich auch durch das, was Frau Gabonenko gehabt hat. Sie haben ein Manifest für Frieden, Sie haben Forderungen, die kein einziger Ukrainer, keine einzige Ukrainerin, die ich kenne. Also ich kenne auch andere. Ich bin mit einem Taxifahrer gefahren, der mit einer Ukrainerin und sehr viele andere sagen einfach, wenn wir keine Waffen mehr bekommen, dann bedeutet das nicht, dass weniger Menschen sterben, sondern das bedeutet nur, dass in nächster Zeit noch viel mehr Ukrainerinnen und Ukrainer sterben können. Also mich macht das wütend. Mich macht das wütend, wie Frau Wagenknecht und Frau Schwarze sich hier hinsetzen und einer Ukrainerin versuchen zu erklären, wie die Lage in der Ukraine ist und wie die Leute in der Ukraine zu denken haben. Das ist so maternalistisch in ihrer Denkweise. Anekdotisch werden, Herr Kollege. Das ist so maternalistisch in ihrer Denkweise, dass es mich wirklich, wirklich erschreckt. Und ich würde gern zwei kleine Dinge sagen, weil Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer immer zwei Falschbehauptungen in den Raum stellen, in allen Talkrunden, in denen sie zu sehen sind, dass es mal richtig gestellt wird. Frau Schwarzer sprach Herrn Mille an und behauptet, dass Herr Mille ernsthaft behaupten würde, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Wer Herrn Mark Milley liest und die jüngsten Veröffentlichungen und Reden von Mark Milley liest, und er ist ja sehr prominent sogar in dem Manifest genannt, dann sagt er, dass man Putin nur durch eine militärische Unterstützung der Ukraine besiegen kann und dass das Mittel ist, mit dem man da vorgehen muss. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie seine Rede vom 9. Februar. Das ist wirklich dreist. Als Journalist ist es mir schon wichtig, dass die Dinge richtig gestellt werden. Aber ich glaube, was man dazu sagen kann, ist, dass auch Mille und alle anderen sagen, unter den gegebenen Umständen wird keine der beiden Parteien in der Lage sein, ihre Kriegsziele vollständig zu erreichen. Das sagt er heute längst nicht mehr. Ja, ich entnehme Ihrer Pose, dass Sie immer recht haben. Nein, wissen Sie, lassen Sie mal gut sein mit den Falschbehauptungen. Nein, es gibt noch, aber was mich viel mehr stört, wenn man so ein Manifest schreibt und sich tatsächlich überlegt, was man da reinschreibt, dass nicht das, was da drin steht, sondern das, was nicht in diesem Manifest steht, verrät eigentlich den wahren Geist dieses Unfriedensmanifests. Es steht nämlich nicht drin, dass man auch fordert, dass Russland seine Truppen aus den besetzten Gebieten abzieht. Das ist ja das, was von den Vorsitzenden der Linken und großen Teilen der Linken auch so kritisiert wird. Das ist eine linke Diskussion, dass Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer nicht mal das Völkerrechtsverbrechen und die Wiederherstellung des Völkerrechts in der Ukraine als Postulat in das Manifest reinschreiben. Das ist nicht zu fassen. Das haben Sie nicht da reingeschrieben. Mit Ihrer
überheblichen Arroganz, mit der sie da die Wahrheit verkünden. Also wir zum Beispiel, der Titel der aktuellen Emma lautet, wir müssen reden, wir müssen reden. Wir unterstellen Ihnen nicht, also ich nicht und ganz sicherlich Sarah Wagenknecht nicht, auch nicht, dass Ihnen das Schicksal der Menschen in der Ukraine egal ist. Das unterstelle ich Ihnen nicht. Das tun Sie. Sie sitzen da und belehren, kommen Sie. Also hören Sie mal auf zu belehren. Gehen Sie davon aus, dass wir, die wir hier sitzen, viel nachgedacht haben. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.